Cyberversicherung nur ein Hype. Ich meine, der Hype dauert jetzt schon eine Weile an. Als ich vor 5 Jahren angefangen habe, bin ich rumgelaufen und es war wirklich mühsam, überhaupt irgendeinen mal dazu zu kriegen, zuzuhören. Die Makler nicht, weil sie gesagt haben, das ist mir zu kompliziert, viel zu aufwendig. Die Kunden nicht, weil die gesagt haben, mir ist nichts passiert. Also das war Teil 2 der Unternehmen, nicht die schon gehackt wurden, aber die es noch nicht wussten. Und das Thema überhaupt war ja wenig sexy, weil es trifft ja eigentlich nur die Großen. Ne? Die Kleinen ja nicht, das hören wir ja auch so häufiger. Also war es nur ein Hype? Ich habe gesagt nein und wir haben da Arbeit reingesteckt und dann haben wir erstmal gesagt, was ist denn Cyber? Und wenn Sie vorhin das Video gesehen haben mit dem Iris-Scan, dann haben Sie ja 3 Herren vom Chaos Computer Club gesehen. Einer davon ist der Herr Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club. Der hat uns auch beraten in der Arbeitsgruppe. Und das Erste, was der zu uns sagte, ist, wenn jemand über Cyber redet, dann sagt er, dass er überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat. Nur mal so viel, wir haben es trotzdem weiter benutzt. Also das war auch schwierig, den überhaupt zu verstehen oder dass der uns verstehen konnte, was wir denn wollten. Aber wir haben uns zusammengerauft, am Ende ist was zusammengekommen. Also wenn wir jetzt von Cyber reden oder von Cyberversicherung reden, dann reden wir tatsächlich von Schäden, die durch Informationssicherheitsverletzungen entstehen. Das sind im Prinzip 3 grundsätzliche Begriffe, die finden Sie da unten drin. Das ist einmal die Verfügbarkeit von Daten, ist klar. Ne? Alles gelöscht, ist weg, dann ist nicht mehr verfügbar. Oder DDoS-Attacke, also sprich ein Überlastungsangriff, dann ist auch nicht mehr verfügbar. Das ist schon mal die Informationssicherheit stark beeinträchtigt. Dann hatten wir das Thema Verlust der Vertraulichkeit. Das heißt, jemand späht Daten aus. Volkstümlich sagt man, die werden geklaut. Werden sie natürlich nicht, die werden nur kopiert. Klauen könnte man auch, aber dann wäre die Verfügbarkeit nicht mehr da. Und dann gibt es noch das Thema der Integritätsverletzung. Das heißt, die Daten werden irgendwie verändert. Man kann so ein bisschen was verändern. Das war am Anfang vor 4, 5 Jahren mal der große Renner bei den Lifehacks. Da konnte man bei den ganzen Datenbanken der Online-Shops einfach tatsächlich über das Browserfenster oben reingehen. Da waren die nicht sehr gut gesichert und man konnte dann einfach mal die Kommastelle in den Preis versetzen. Konnte das dann dafür kaufen und bis sie das gemerkt haben, war das Ding schon weg. Also das gab wirklich einen Angriff, der war häufig da. Ich denke mal, heutzutage dürfte bloß noch die letzte Schlafmütze diese offene Flanke haben. Kommen wir zu dem Thema Cyberversicherung als allererstes. Nur damit Sie wissen, wovon ich denn rede, weil Versicherung ist nicht gleich Versicherung an der Stelle. Das Ding passt nicht in eine Sparte. Erstes großes Problem. Es muss natürlich irgendwo zugesetzt werden. Es ist aus mehreren Sparten. Weil es werden eigene Schäden versichert, Eigenschäden. Betriebsunterbrechung, Kosten. Es werden aber auch Haftpflichtschäden versichert. Und dann werden Kosten versichert. Und eigentlich der zentrale Punkt einer Cyberversicherung, arbeite ich später auch nochmal auf, ist tatsächlich die Krisenreaktion. Oder hier so ein bisschen platt Assistenzleistung. Ne? Das hört sich so nach Koffer verloren an. Ist damit nicht gemeint. Also sagen wir Krisenreaktionsleistung. Das heißt, idealerweise gibt es dazu dann auch eine Notrufnummer, wo man als erstes anruft. Wir haben vorhin gehört, da gab es das nicht oder die Notrufnummer war nicht da, aber eigentlich muss der Kunde wissen, wenn hier was schräg läuft, rufe ich erstmal da an. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wenn man natürlich jede Woche anruft, wird jeder Versicherer irgendwann sagen, also wir müssen über das Geld reden. Aber trotzdem ist es ein Thema, wo man eigentlich nichts falsch machen kann, wenn man erstmal anruft. Vielleicht stellt sich sehr schnell heraus, dass nichts passiert ist. Warum glaube ich auch, dass Cyber gar kein Hype ist? Das ist mal das Datenvolumen. Also wenn wir da mal anfangen bei dem Herrn Gutenberg mit dem Buchdruck, dann sehen Sie, waren wir irgendwo in dem Bereich, in dem mittleren, zweistelligen, dreistelligen Megabyte-Bereich. Das heißt, jeder von uns, der so einen dusseligen, geschenkten USB-Stick in der Tasche trägt, der hätte das Weltwissen, wenn man es damals denn hätte, auch schon überall da drauf tun können, was das schon irgendwo fixiert war, inklusive der Steintafeln irgendwo in der Cheops-Pyramide, in der Hosentasche gehabt. Das ging eine ganze Weile linear weiter, aber irgendwann ist es dann exponentiell gewachsen. Wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass das Wissen ist, aber die Daten, weil die Frage ist natürlich, ob jedes Selfie, was man in Facebook sieht, als Wissen oder Information gewertet werden muss. Aber es sind Daten. Und gerade dadurch, dass es die Bilder waren, dass es die grafischen Oberflächen kam, wurde das exponentiell mehr und wir sind irgendwo, keine Ahnung, wie heißt das, Zettabyte oder so. Vielleicht sind wir auch schon drüber. Das kann man mal nachgucken, wo man ist. Man sieht ja auch die Supercomputer und wie sie alle rechnen. Und wir haben ja vorhin gesehen, das war auch sehr schön bei der Live-Demonstration, dass bestimmte Verschlüsselungsalgorithmen, die irgendwann mal gut waren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, nicht mehr gut sind, weil die Rechner so viel schneller geworden sind und das Ganze viel schneller durchrattern können. Wo sie früher vielleicht Jahre zu gebraucht hätten, das machen die heute in Sekunden oder kürzer.
Es gibt auch eine ganze Menge Gesetze. Das Große, wo im Moment sicherlich nicht unbegründet Besorgnis geschürt wird, ist die Datenschutzgrundverordnung. Es ist tatsächlich auch so, ich war gestern noch mal bei einer Sitzung der Arbeitsgruppe Cyber in Berlin. Da gibt es wohl auch eine Befragung, die durchaus auch vom GdV hin und wieder durchgeführt wird, hinsichtlich der, wie sagt man neudeutsch, Datenschutzgrundverordnung Readiness. Man müsste noch überlegen, ob man die Ergebnisse tatsächlich publizieren möchte. Es ist nicht so gut. Das Interessante dabei ist, aus Versicherungssicht ist es nur zur Hälfte problematisch, nämlich nur dann, wenn was passiert. Das heißt, wenn Sie einfach durch die Prüfung oder weil einer Sie anzeigt, weil Sie eben nicht entsprechend den ganzen Bürokratie oder das Bürokratiemonster Datenschutzgrundverordnung bedient haben und deswegen eine Strafzahlung kriegen, ist immer noch kein Versicherungsfall gegeben. Also das bleibt immer noch auf der Seite der Unternehmen hängen. Es ist leider so, also es ist, wie sagt man neudeutsch, pain in the ass, ist aber etwas, wo Sie nicht unbedingt drum rumkommen. Vielleicht kennen Sie die Kontrolleure gut, dann haben Sie eine Chance, Beziehungen schaden keinem, aber ansonsten wird es auf Sicht schwierig und es ist kostenintensiv, da irgendetwas zu machen. Und Sie sind auch nicht von der Verantwortung losgekommen, wenn Sie sich eines Dienstleisters bedienen. Da müssen Sie nämlich entsprechend alles vorher fragen, müssen kontrollieren. Also ist es etwas, im Moment können Sie überall was lesen, wenn Sie quasi langweilige Wochenende haben, wenn das Wetter mal schlechter ist wieder. Es lohnt sich noch damit zu beschäftigen. Sie haben ja immerhin noch, wie viel Zeit? Das ist noch eine Woche und 6 Wochen. 5,5, ja, ja. 25. ist es, ne? 25.5. Gut. Ich muss aber sehen, dass ich jetzt ein bisschen Gas gebe an der Stelle. Das hier ist das Thema Vertraulichkeitsrisiko. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt diese Webseite kennen. Das können Sie dann unten auch sehen. Information is beautiful. Ja, ist wieder was Internationales. Ja, kommt auch wieder hauptsächlich aus Amerika. Was da sehr schön zu sehen ist. Das Ding eigentlich. Egal. Da sehen Sie, oben wird es ein bisschen eng und wird es ein bisschen knubbeliger. Die Größe dieser dicken Bullets, die hat nur damit zu tun, wie viele Daten betroffen sind. Und das können Sie dann auch mal ein bisschen nachlesen. Sie können sich anschauen, das wabert so richtig schön wie so Bubble Tea. Und Sie sehen, es hat sich entwickelt in der Zeit, in den letzten 10 Jahren. Wir gucken uns von den 3 Grundprinzipien jetzt das Verfügbarkeitsrisiko an. Was wir da als erstes denken, ist zumindest in der Vergangenheit gewesen, die sogenannte DDoS-Attacke, Distributed Denial of Service-Attacke, also viele Computer, Botnets, die ferngesteuert werden, gegen ihren Willen, natürlich werden dazu benutzt, einen Überlastungsangriff zu produzieren. Der anvisierte Server fällt dann aus, oder das Unternehmen geht offline, es sei denn, es hat sich mit entsprechenden Dienstleistern wieder vorbereitet, es sei denn, der Überlastungsangriff ist wieder zu groß, gab es ja auch den Dünenangriff, der eigentlich einem Cyber-Reporter galt, aber der da gleich auch noch Amazon und sonst was an der Ostküste vom Netz genommen hat. Sie sehen, dass immer mehr an Schlagkraft zusammenkommt. Also man kann sich das so vorstellen, die ganzen Kaffeemaschinen und die Videocams, die wir haben und die Heizungssteuerung, die wir zu Hause haben und weiß der Teufel was und die Drucker, die tun sich alle zusammen und allein die schiere Masse schafft es dann, Überlastungsangriffe zu produzieren. Internet of Things ist hier das magische Stichwort. Dadurch ist dieser Peak jetzt in der letzten Zeit hochgegangen und geht weiter hoch. Das heißt, es wird auch immer schwieriger für die Unternehmen, die als Dienstleistung verkaufen, sich gegen Überlastungsangriffe zu schützen, wie Akamai, das hinzubekommen. Ja, die müssen, das ist auch so ein Wettrüsten, weil einfach so ähnlich wie bei der Rechenpower sind jetzt auch mit den Verbindungen, die Interkonnektivität ändert sich auch. Also auch hochgegangen, exponentiell. Und wir haben natürlich noch das Integritätsrisiko. Da geht es einfach auch darauf, wie verletzbar sind die Systeme. Ich wage mal zu behaupten, also ich bin ja nicht der Fachmann da, aber ich wage mal zu behaupten, die waren vielleicht alle ähnlich verletzbar, bloß hat man früher natürlich ganz viele Systeme gar nicht am Netz gehabt. Großes Problem, wenn man jetzt von der ICT spricht, also von der IT, die mit dem Internet verbunden ist, von den automatisierten Produktionen etc. pp., dass die Systeme, die dahinter stecken, eigentlich soweit gut funktionieren und stabil laufen. Deswegen werden auch ganz häufig noch XP-Systeme in der Produktion genommen. Man hat auch noch NT-Systeme oder sonstiges. Das Problem ist, ich kann sie nicht einfach anbinden. Da muss ich mir ein bisschen mehr überlegen. Ansonsten habe ich, wie sagt man eben so schön, das Scheunentor auf. Also diese 3 Dinge, quasi 3 Parameter, sind alle, laufen so langsam im roten Bereich. Schadenbeispiele, ganz kurz. Ich habe, wie gesagt, mache das seit 5 Jahren und habe natürlich als Anwalter nicht nur tolle Risiken versichert, sondern auch einige Schäden dann kassiert. Das ist aber ganz normal. An der Stelle, das sind jetzt Fälle anonymisiert, die sind auch von meinem letzten Arbeitgeber, aber durchaus welche, die wir da hatten. Also diese Geschichte
Mit der DDoS-Attacke kann man sich vorstellen, partieller Produktionsausfall. Ein ähnlicher Fall, der steht hier, glaube ich, so nicht da, war bei einem Tochterunternehmen eines Süßwarenherstellers, der war die Fabrik irgendwo in Deutschland, die hatte diesen Verschlüsselungsangriff gehabt. Das war ja auch nicht ein Angriff in dem Sinne, da wird man nicht zielgerichtet angegriffen, sondern das ist eine Schadsoftware, die sich viral oder als Wurm, wie auch immer, verbreiten kann und die dann ziellos angreift. Insofern quasi erstes Gegenargument für die Aussage, mein Unternehmen ist eigentlich zu klein, deswegen werde ich nicht angegriffen. Ja, vielleicht nicht zielgerichtet. Aber schon mal, was nicht zielgerichtet ist, also quasi die Schadprogramme, die einfach so rumgeistern, vielleicht Drive-by-Downloads oder sonst was, die kann ich mir genauso einfangen. By the way, gibt es auch noch einen schönen Punkt, ist zwar ein langweiliger Witz, aber veranschaulicht das Ganze ganz schön. Zwei Herren, also noch etwas älter als ich, laufen durch die Namib-Wüste, ganz normal, so Wandertour, gucken sich irgendetwas an. Und der eine, der hat richtige Sportschuhe an, was ja manchmal ein bisschen komisch aussieht, ne? So in dem Alter, irgendwann hat man weiße Socken und Sandalen oder keine Ahnung, aber keine Sportschuhe, sagt der eine zu dem anderen, ja, warum hast du denn jetzt hier Sportschuhe an? Du kannst doch eh nicht weglaufen, wenn einer von den Löwen kommt. Man muss dazu sagen, in der Namib-Wüste gibt es einige Löwen, die auch immer nach was Essbarem suchen. Da sagt er, ja, hast du recht, aber im Zweifelsfall muss ich nur schneller sein als du. Und das ist im Prinzip das Einzige, was sie im Moment auch haben. Sie können ihr System oder ihr Unternehmen nicht absolut sicher machen. Sie können es aber immer versuchen, so sicher zu machen, dass es ein extra Schritt ist für den, der angreifen will. Dann sucht er sich ihren Nebenmann, der etwas weniger, also der keine Sportschuhe anhat, sinngemäß. Und das ist ungefähr so der Trick, wie es im Moment läuft. Gibt noch ein paar andere Sachen, aber so einfach ist der Grund, warum einige mehr angegriffen werden, andere weniger.